Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem YouTube-Kanal und zu dem ersten Spiel der letzten Weekend League. Ja, später aber doch, es kommt, ich habe leichte Probleme mit dem Computer gehabt. Sei es drum, das ist das Team, mit dem ich in die Weekend League gestartet bin. Ich muss sagen, ich habe mein Team diese Weekend League, ich glaube, dreimal umgebaut. Da habe ich noch 5er Kette gespielt, spiele ich mittlerweile nicht mehr. Aber das ist jedenfalls das Team, das ich in den ersten paar Partien gespielt habe. War noch im 5-3-2, da ist Cancelo auf die Linksverteidigerposition gegangen. Die drei in der Mitte, da waren hier Rechtsverteidiger, dann der Jones, Blanc und der Bruno im Mittelfeld natürlich und Neymar und Mbappé im Sturm. Und ich glaube, ich brauche jetzt gar nicht mehr viel herum erklären. Das war das Team für die ersten Spiele. Viel Spaß beim Video und los geht's! Nicht schlecht. So kann es weitergehen. Bist nicht immer 1000 Meter abseits, oder? Ja. Schade. Ich bin so dumm. Einfach schießen und es steht 2-0. Ich mache mich so oft das Leben selbst schwer. Sein erster Schuss aufs Tor. Der ist so schlecht, er hat einfach nur eine viel, viel bessere Verbindung. Ich kann den Ball nicht annehmen, ohne dass er einen Meter wegspringt. Kann vielleicht ein bisschen mehr Bullshit passieren in diesem Spiel. Ich kann meine Spieler nicht bewegen. Komm, Pope. Ich habe nach vorne gepasst. Alter, es ist so kaputt. Und dann kommt so ein Pass. Dann kommt wieder so ein Pass. Es ist schrecklich. Die Spieler können. Ich kann meine Spieler nicht bewegen. Ich kann nichts mit meinen Spielern machen. Eigentlich sollte der Pass komplett woanders hingehen, der erste und der zweite auch. Aber naja, 11 Meter zumindest. Ich bin schon wieder so angepisst und es ist die 70. Minute im ersten Spiel. Spiel, das ist ein X-Pass, das ist ein scheiß X-Pass und kein Dreiecks-Pass. X-Pass heißt auf dem Mann. Natürlich springt der Ball wieder original zu ihm zurück. Ich hasse meinen Wohnort, ich hasse meinen Wohnort und das Internet, das ich so sehr. Messi bleibt einfach stehen, anstatt dass es... Es ist so lustig, sobald ich den Ball verliere, bewegen sich meine Spieler. Wenn ich im Ballbesitz bin, bewegen sich meine Spieler einfach nicht. Und
Wenn sie sich bewegen, bewegen sie sich falsch. Es ist. Ich könnte komplett ausrasten gerade. Es ist so ein Ich mache eine Ballrolle. Wie oft muss ich eine Ballrolle drücken, bis sie einmal ausgeführt wird? EA, wenn ihr das nicht bald schafft, dass irgendwie spielbare Server sind, weil man jetzt nicht gerade in einer Großstadt wohnt, dann ist sowieso alles zu spät. Ich habe Doppel-R1 gedrückt. Ich habe fucking noch einmal Doppel-R1 gedrückt. Alter, über... Passen würde von der Stärke her. Man kann es auch nicht regulieren. Wo... Warum wirft er nicht zum Außenverteidiger? Zu dem ich eigentlich drücke. Warum wirft er in dieser Situation zum Innenverteidiger? Ja, ich schieb. Okay, erstes Spiel ist vorbei. Ich muss mich jetzt mal kurz beruhigen. So, zweites Spiel und EA, bitte gib mir jetzt bessere Verbindung. Gegen einen Deutschen. Deutsche können gefühlt mit Bronze-Teams gegen spielen und dann einen Vorteil. Jetzt nichts gegen die Deutschen, die können nichts dafür, aber es ist halt Tatsache. Es macht absolut keinen Spaß gerade. Ein Stürmer macht die Ecke und der zweite kommt kurz. Das heißt, ich habe vorn nur lauter Blinde drinnen. Was habe ich gesagt? Yeah. 2 zu 0. Auf einmal geht sowas. 3 zu 0. Im ersten Spiel wäre das sicher nicht gegangen. Zu 0. Das macht doch immer keinen Spaß. Wie viel mal die Taste das überlaufen? Aber immerhin 5 zu 0. Also der Gegner kann eine Leitung mittlerweile. Und ich höre jetzt nicht auf. Ich bin. Okay, er hat aufgegeben, weil ich bin richtig salzig nach dem ersten Spiel. Ich bin richtig salzig. Aber ein Spiel mache ich jetzt noch und dann werde ich wahrscheinlich erst am Abend weiterspielen, denn die Verbindung ist wirklich, wirklich kacke gerade. Schauen wir noch schnell die Statistik an, bevor wir ins dritte Spiel reingehen. Ja, war ziemlich eindeutig. Hat sich ziemlich lang Zeit lassen, mein bestätigender Kollege. Und schon wieder der Butra und türkischer Schwitzer. Was spielt ihr für eine Formation bitte? Das er hält. War das jetzt ein Eigentor oder von meinen? Okay, doch, von meinen hat ein bisschen komisch ausgeschaut jetzt. Das war eine Flanke. Das war eine L1-Flanke. Was mache ich? Ich muss doch nur noch eine Ballrolle machen und dann schießen. Der hält schon wieder, der Van der Sar. Ich
bin so dumm. Und als erster verliert der Walker so dumm den Zweikampf, beziehungsweise er gewinnt ihn nicht und dann grätsche ich hier rein. Ich glaube, das ist ein erster Durchschuss jetzt, Elfmeter. Er visiert ziemlich genau nach rechts. Ich glaube, jetzt spielt der große Bruder weiter. Gott sei Dank. Vielleicht der Rage quittet jetzt nach dem 2-0. Nein. Doch. Boah. Okay. Bisschen besser geht's mir jetzt nach dem ersten Spiel. Schauen wir noch schnell die Statistik an. Ja. War auch wieder eine ziemlich eindeutige Geschichte, aber die Verbindung in dem Spiel macht mich so richtig sauer.